Für mich war eigentlich immer klar, ich werde Pilot und ich gehe zu Swissair. Ich habe dann auch früh, mit 18, habe ich eine Flugprüfung gemacht. Ich musste aber zuerst eine Berufsausbildung machen. Die Matura hat da nicht gelangt. Darum bin ich auf St. Gallen und habe auf der Wirtschaft studiert. Ich habe dann das Litz abgeschlossen und irgendwie war der Bubentraum wie weg. Ich bin dann statt zu Swissair bin ich in die Finanzwelt eingetaucht. Und ich muss sagen, ich habe bis heute diesen Schritt nicht bereut. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Welt. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie oder mit Freunden. Sei es beim Skifahren, beim Tennisspielen oder mit Oldtimer fahren. Zwischendurch auch an einem EVZ-Match im Zug. Früher war ich ein leidenschaftlicher Fußballer. Darum bin ich auch heute noch ab und zu auf dem Fußballplatz anzutreffen, zumal meine Söhne auch noch zusammen spielen. Für mich ist der Ausgleich in der Familie zentral. Das ist für mich die wichtigste Quelle, um die Energie auftanken. Mich hat das industrielle Umfeld schon immer interessiert. Ich sehe mich eigentlich als Sparringpartner für die Divisionsleiter und auch für den CEO. Das heisst aber, dass man auch als CFO primär vorwärts schauen muss und nicht in den Rückspiegel. Ich habe nicht immer alles mit der Finanzbrille gesehen und alles rechnen, vor allem nicht bei EMI, die sehr marketingorientiert ist. Da geht es manchmal um Produktentwicklung, es geht um Innovationen, es geht um Qualitätsthemen. Da muss man dafür manchmal gerade sein lassen. Ich habe da sicher das eine und das andere von meinen Eltern mitbekommen. Sie haben selber zwei kleinere Unternehmen geführt.